Jo, liebe Freunde, heute ein neues Shining Fates Video und zwar haben wir hier so eine Mini-Tin, ich glaube mit 5 Boostern. Da gibt es eine von Eldegoss, eine von Belektro und eine mit Urge. Genau, und die werden wir jetzt aufmachen und schauen, was drinnen ist. Genau, vielleicht wieder eine Shiny Full Art, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, so wie letztes Video. Davon gibt es ja 16 Stück. Schauen wir mal, was wir hier drinnen bekommen. So, vorsichtig öffnen. Genau, die anderen Boxen öffnen wir dann demnächst. Die sind dann aber auf Deutsch, das ist die einzige englische, die ich habe. So, hier sehen wir schon die Promokarte. Eldegoss. Warte, gehen wir so ein bisschen auf die Seite. Genau, gute Qualität, sehr gut. Passt, okay. Und dann sehen wir hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Booster. Diese Boxen finde ich, das ist nur Plastik, diese Boxen finde ich praktisch für Stauern, für Karten. Genau, die 5 Booster haben wir. Und wir beginnen gleich mit dem ersten. So, schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. So, let's go. Also, wir haben hier eine Blitzenergie, ein rostiges Schild, ein Barmolin, ein Gymsticks, ein Jammer, ein Knackleon, ein Kleptofix, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ein Tusker, sind immer dieselben Karten. So, ein Jammer in Reverse Holo und ein Professor Research in Rare, alles klar. Nicht so gut das erste Pack, aber es ist in letzter Zeit immer irgendwie so. Aber nichtsdestotrotz, weiter geht's mit einem Shiny Reflex Pack. So. Schauen wir mal. Wir haben hier eine Kampfenergie, ein Rotom, ein Urgel, Team Yellows Tuch, ein Morbeko, ein Smogon, ein Ejovissen, ein Bautz, ein Kupfanti. Da haben wir im letzten Video die Vorentwicklung gezogen. Ah, die erste Entwicklung und das ist die dritte Entwicklung im Baby Shiny Mörderisch. Und ein Sarude wieder. Sehr geil. Super Qualität auch die Karte, gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Super, yes, sehr gut, sehr gut. Gut, wir haben noch 3 Packs, steigert sich derzeit. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Eine Feuerenergie. Parmalin. Ein Tuch von Team Yell, Rotom, ein Kleptifuchs oder wie es heißt, ein Tuska, ein Kupfanti, ein Eevee, Evoli, ein Bamolin, keine Ahnung, ha, geil, dasselbe in Reverse Holo und ein Grubat, ein X-Bart in V, das haben wir schon, aber trotzdem cool. So. Dann haben wir noch 2 Booster, eine Amazing Rare oder eine Baby Shiny oder eine Shiny Full Art. Wäre schon noch cool oder eine Full Art Trainer. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir haben hier eine Unlicht Energie, Eldegoss, was auch als Promokarte dabei ist, Tropius, einen Ball Guy, ein Weberak, ein Snom Nom. Ein Jims, na, ach Gott, ein Evoli, ein Morbeko, ohoho, ein Corviknight, dritte Entwicklung mit Baby Shiny, geil, das ist auch auf dem Booster, welches war das, das war das erste, oder? Yes, da ist es, mörderisch, geil, ich finde es immer cool, wenn man das, die Karte vom Booster zieht
Und ein Jan Mega. Sehr, sehr coole Karte. Sehr nice. Perfekt. Na bitte zwei Baby Shinies. Und jetzt noch ein Pack, das letzte. Da haben wir schon ein Knackleon zum 100.000. Mal. So, letztes Pack. Eine Blattenergie oder Pflanzenenergie. Ein rostiges Schild. Ein Rotom. Blamoli. Ein Knackleon. Fuchs. Hoppala. Ein Tusker. Ein Kupfanti. Ein Celebi in Reverse Holo. Auch cool. Und ein Celebi in Rare. Okay, na passt. So, Freunde. Schauen wir uns nochmal kurz die Karten durch. Und dann war es das eigentlich schon. Ein kurzes, knackiges Video. Und zwar haben wir hier die Promokarte Elegos, dann Celebi als Reverse Holo, dann eine Baby Shiny Corviknight, dann Bamelin oder weiß nicht wie es heißt in Reverse Holo, ein X-Bart in V, ein Yanma in Reverse Holo und ein hier dran in V. Also die vier Karten sind die 1, 2, 3 und die Promokarte sind die 4 Hits. Genau, also nächsten Videos schauen wir mal, was wir öffnen. Entweder Hidden Fates Tin oder Shining Fates Mini Tins oder eben die Belectro Box oder die Urgel Box oder die Box nochmal auf Deutsch. Genau, mal schauen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao Leute.